Von der Fraktion Die Linke erhält jetzt Frau Sudmann das Wort. Ich fand ja bisher die Aktuelle Stunde schon mal sehr interessant, weil sie hat gezeigt, dass der bisher so viel beschworene große Konsens zwischen allen Fraktionen rechts von uns allen Vieren gar nicht so konsensual ist. Die ersten fangen an zu wackeln. Und ich finde, wenn ich mir die Rede von Herrn Kerstan anhöre, hat sie sehr viel von einem grünen Wackelpudding, den man nicht halten kann, wo man nicht weiß, was die Grünen wirklich wollen. Und auch Frau Suding ist ja auch schon ein paar Schritte zurückgegangen. Das fand ich ja sehr interessant, dass Sie sich auch positiv auf unseren Albtraum IOC beziehen. Ich will auch noch mal eins vorweg schicken. Sportlich ist Olympia klasse. Olympia ist dann klasse, wenn wir kein Doping haben, wenn wir ein faires Wettmessen haben zwischen den Sportler und Sportlerinnen der Welt. Das ist wirklich klasse. Doch die meiste Musik rund um Olympia spielt nicht nur um den Sport. Es geht dabei um ganz andere Themen. Und wenn ich mir die Reden der anderen Fraktionen anhöre, kann ich feststellen, sie sind ganz schön verzweifelt. Sie malen hier ein Bild an die Wand, dass Hamburg ohne Olympia quasi vor die Hunde geht, dass ohne Olympia Hamburg einpacken kann. Wir sagen im Gegensatz zu Ihnen, Hamburg kann einpacken mit Olympia, weil das, was an Kosten auf Hamburg zukommen wird, wird aus 16 Tagen feiern, 16 Jahre Katerstimmung machen und wo ganz viele Sportvereine, ganz viele Sozialeinrichtungen darunter leiden werden, dass kein Geld da ist. Nun will ich auf das Argument von Herrn Dressel eingehen, der Transparenz. Sie sagen, wir bieten doch Transparenz. Ja, Sie sagen ganz transparent, zu den Kosten können wir heute noch nichts sagen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Sie auch im Frühjahr 2015, Herr Scholz, auch wenn Sie jetzt gerade so nachdenklich gucken, dass Sie auch im Frühjahr 2015 uns nicht werden vorlegen können, was kommt wirklich raus? Wie teuer wird es sein? Sie haben fast alle Olympiastädte fragen können und alle haben zu Anfang mit ganz niedrigen Zahlen gearbeitet, zwar schon im Milliardenbereich, aber nachher sind es dann doch teilweise über 100, über 200, teilweise 800% mehr geworden. Und wenn Sie jetzt sagen, Herr Dressel, die Bürger und Bürgerinnen dürfen abstimmen am Schluss. Ja, wann ist denn der Schluss bei Ihnen? Bei Ihnen ist der Schluss ganz früh, wenn die Kosten noch gering sind. Das Problem wird nämlich sein im Frühjahr 2015, Sie können nicht sagen, was ist. Und jetzt kommen wir mal zum IOC. Herr Neumann, ich hatte, als Sie eben davon gesprochen haben, die Kritik der Linken am IOC müsste mehr sein als Kritik. Zum einen äußern Sie auch Selbstkritik. Sie sagen, es muss ein Reformprozess angestoßen werden. Sie wissen aber ganz genau, dass im Dezember erst darüber diskutiert wird, wie der IOC sich vielleicht reformiert. Und ich habe so ein bisschen bei mir eben gedacht, ich bin mir sehr sicher, die im IOC, die zittern von Neumann und Scholz, was sie jetzt für Forderungen haben werden. Und genau das wird nicht der Fall sein. Warum glauben Sie, dass die Hamburger SPD es schaffen wird, diesen Laden irgendwie zu verändern? Und ich frage Sie, ist für den Senat es ein verlässlicher Vertragspartner, der weltweit der Korruption bezichtigt wird, der bezichtigt wird, keine Transparenz zu haben, dem man nachsagt, völlig undemokratisch zu sein? Mit denen wollen Sie verhandeln? Und ganz zum Schluss möchte ich einen SPD-Genossen zitieren. Sehen Sie mir nach, es ist kein SPD-Genosse aus Hamburg, sondern einer aus Berlin. Ich weiß gar nicht, ist er Innensenator, Herr Stöß. Und Herr Stöß hat sehr treffend gesagt, Landesvorsitzender, Entschuldigung, er hat sehr treffend gesagt, eigentlich müssen nicht wir uns beim IOC bewerben, das IOC muss sich bei uns bewerben. Und das wäre der richtige Weg. Applaus